Hamsport.de beim Aktivita mit Thomas Johann Peter. Training heute für die verflixte 7 am Samstag. Ja, verflixte 7 wird sich zeigen. Also du spielst wahrscheinlich aufs Wetter an. Und ja, man sieht hier schon, die ersten Teams trainieren eifrig, obwohl da nur 2 paddeln und der Rest guckt zu. Ja, ich wollte gerade sagen, das ist aber jetzt nicht die optimale Trainingshaltung, die wir in dem Boot sehen, oder? Das ist Techniktraining, man sieht das ganz klar. Also sie machen Einzeltraining, damit also Team 3, die dritte Startreihe da noch ein bisschen mehr Gas geben kann. Also die können auch bluffen. Oder die bluffen, ja. Das kann sein, dass sie also bei den anderen Teams erstmal nur die Hälfte zeigen. Also gute Stimmung kurz vor dem 7. Rennen am Samstag. Drachenbootrennen. Und wir haben zum ersten Mal, wir verkaufen alles positiv, mal kein super Wetter, sondern Sportlerwetter. Ja, also man braucht keine Sonnencreme mitzubringen, schon mal super. Man verbrennt sich nicht die Nase, sondern wir haben also so ein Wetter, dass man wirklich auf Zeit auch paddeln kann, ohne stark zu schwitzen. Ja, haben sich einige beschwert. Sie hätten immer eine rote Nase gehabt in den letzten Jahren. Wäre so heiß gewesen. Das haben wir in diesem Jahr nicht. Und wir haben auch zum ersten Mal Maskottchen dabei bei der Sippenveranstaltung, die übrigens auch hätten etwas schöner sein können, finde ich jetzt mal so. Aber du wirst uns das erklären, warum du ausgerechnet die ausgesucht hast. Ja, also ich finde, da ist alles dran, was an so einem Drachenkopf dran sein muss. Also das ist eine lange Zunge, ein Kopf. Gut, hinten über den Rest kann man so ein bisschen streiten, aber ich fand die ganz schön. Und die Kinder, die ausgesucht haben, die fanden die ganz klasse. Und davon habe ich jetzt 100 Stück und du kriegst keins, sondern alle Kinder kriegen was. Gut. Ich hätte mich jetzt auch nicht rumgeschlagen, wenn ich ehrlich bin. Schöne Geschichte, wir merken das schon. Alle trainieren jetzt hier im Vorfeld mehr als früher, das muss man ganz ehrlich sagen, weil in den ersten 2 Veranstaltungen war das Drachenbootrennen ja Jux, Gaudi, wir nehmen mal teil. Aber du merkst es selbst, die Teams kommen, trainieren vorher und wollen noch was erreichen. Ja, also heute war der erste offizielle Trainingstag. Wir hatten so den letzten 6-8 Wochen immer wieder ein Drachenboot hier aus Hamm auf dem Kanal. Heute haben wir 5 Stück gleichzeitig beim Training und das ist morgen und übermorgen noch genauso. Also man sieht, jedes Team macht ein bisschen was. Die wollen nicht nur teilnehmen und Spaß haben, sondern die wollen auch so ein bisschen sich nach vorne platzieren, sodass sie zumindest in die Endläufe kommen. Am Samstag früh geht es ja schon los. 42, 43 Teams, da sagt man eins ab, weil sie nicht können, aber das spielt auch gar keine Rolle um die 1000 Teilnehmer. Was ist denn neu bei dieser 7. Veranstaltung? Ja, neu. Wir haben also so ein bisschen mal überlegt, was kann man so machen, um das Ganze noch ein bisschen nebenher aufzupeppen. Wir haben sportliche Sachen, wir haben auch was zum Angucken. Wir haben zum Beispiel 2 Brasilianerinnen, die aber auch ein bisschen tanzen. Wir haben andere Tanzvorführungen, die man auch dann mal ausprobieren kann. Man kann mitmachen bei Zumba und Shebem. Das kann man im Sand machen. Das animiert einfach so zum Mitmachen. Und ich hoffe, dass wir ganz viele Leute zum Tanzen bekommen hier, weil wir wollen wieder Karneval am Wasser feiern und tanzen ist eine schöne Sache. Wir haben für Kinder Torwandschießen, Klettern und wir haben was ganz Sportliches. Wir haben also Fichte Friedrich, den meiner Meinung nach besten Torwart der ersten Liga in der letzten Saison. Der wird sich hier ins Tor stellen und die Kinder können dann versuchen, bei ihm von 7 Metern das Tor dann zu erzielen. Ja, von Fichte zur Tonne, das ist auch neu. Ja. Genau. Was Künstlerisches haben wir auch noch dabei. Wir haben jetzt hier schon einige Tonnen mit Graffiti besprühen lassen. Wir haben hier den Kai Wohlgemuth als Graffiti-Künstler. Der macht T-Shirts exklusiv zum Drachenbootrennen. Die werden dann besprüht, je nach Motiv, was man gerne haben möchte. Und wer möchte, kann auch nicht das T-Shirt besprühen lassen, sondern seinen Körper. Denn Sonnenbrand kriegt man nicht. Dann kann man sich auch ein bisschen bunt malen lassen. Und ganz zum Schluss müssen wir noch sagen, was in den letzten Jahren auch nicht war, nur bei der ersten oder zweiten Veranstaltung, offenes Haus. Offenes Haus, genau. Also wer möchte, kann mal durchs Aktivita gehen, kann mal die Perspektive von oben nutzen, mal hier auf den Kanal zu schauen, auf den Beach zu gucken. Wir zeigen natürlich alles, was wir so auch im Aktivita haben. Das ist dann auch nochmal so eine Option. Wenn es auch regnet, kann man mal schnell reingehen und kann dann da mal drin gucken, wie es aussieht. Regnet ja nicht. Ist nur optimales Sportlerwetter. 7. Veranstaltung, Drachenbootrennen beim Aktivita. Danke, Thomas Johann Peter. Super Bedingungen, keiner kriegt eine rote Nase. Wir freuen uns drauf.